Jo, liebe Leute, weiter geht's heute in der Liga und da ist der Gegner SV Elversberg. Ja, wir sind tatsächlich doch Zweiter. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass wir nicht oben sind. Ich dachte, wir hätten von der Doppeldifferenz noch ein, zwei, wegen dem Gegentor gegen Freiburg. Hatte ich gedacht, wir verlieren das Ding. Die Platz war das. Aber es ist eine Top-Leistung bisher. Also wir sind super zufrieden. Wir haben jetzt Freiburg geschlagen mit der. Wir haben jetzt den Tabellen 19. zu Gast. Sind 38 Spiele, also sind jetzt noch 29 Spiele. Es ist eine schön kuschelige, enge Tabelle. Die ersten sieben drin, gerade mal 3 Punkte. Das heißt, jede Niederlage, jeder Sieg, das wirkt sofort da oben ein bisschen auf. Wir sind jetzt, wie gesagt, Zweiter. Ein Punkt beide an der Spitze dran, mit 2 Niederlagen. Und wir sind top gestartet. 5 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. Wir kriegen einfach dafür vor, aber leider zu viele Gegentore. Wir kriegen es gerade zwischendurch mal mit unserer Offensive ein bisschen wettgemacht, aber auch nicht in jedem Spiel. Wie gesagt, wir haben in Duisburg und in Köln verloren. Mit insgesamt 2-7 Toren. Komplett kriegen wir es nicht hin. Ich werde jetzt meine Mannschaft ein bisschen umbauen da vorne, weil ich habe einige andere Spieler, die ein bisschen überzeugt bisher sind. Überzeugen. So. Datei mal rein. So. Dann haben wir den Herrn Steininger, der heute mal ein bisschen. Nee, lass ich gerade so sagen, wie es ist. Allerwald kriegt zumindest mal seine Situation von Beginn an. Ja. So. Was ich jetzt noch machen werde, ich werde die Trikotnummer vorne von meinem Spieler ändern, weil als absolutes junges Talent, der ist gerade, wie gesagt, 18. Ich werde den jetzt natürlich verlängern. Direkt. Achso, ich kann den nicht verlängern, aber der hat den jetzt verlängert der Vertrag. 2 Jahre, 3 Jahre, alles klar, alles gut. 9 Monate. Gut. Ja, ich würde zugeben. Er hat 15, er hat ordentlich zugelegt bei uns mittlerweile. Also er ist stark geworden mittlerweile. Also plus 1 sehe ich gerade richtig. 66 habe ich ihn ausgeliehen und er hat gut zugelegt bei uns gerade. Ich würde ihn gerne behalten. Ja, 17%. Ulrich hat, glaube ich, keine Kaufoption mit drin. Limdias hat auch keine drin. Ulrich, bin ich froh, dass ich noch 2 Jahre habe. Der ist geblieben. Piré ist tatsächlich. Hat noch ein bisschen. Hat noch ein bisschen Vertrag. Der Dings, ne? Kaufoption ziehen. Kann ich ziehen, der theoretisch. Bisher sieht es doch so aus, als würde es gehen. Ich werde jetzt Angebote hier blocken, weil Leon Horn, der unbedingt bleiben muss, der macht eine gute, spielt eine gute Saison. Ich werde aber tatsächlich mal Spieler, wenn es geht, ein bisschen umtrainieren. Ja. Entwicklungsplan. Der soll auf jeden Fall als Defensiver. Ich muss ich jetzt hier gerade kurz. Der soll als zentral defensives Mittelfeld. Wenn er überhaupt die Position spielen kann. Dann kann sie spielen, dann wird sie lernen müssen. So. Gut, das ist einmal drin. Kriegt er der wird als Defensiver trainiert. Das Moment. Entwicklungsplan, da ist es richtig. So. Dann brauchst du. 20 Wochen. Ja, es geht schnell. Das ist Anführungszeichen sehr schnell. Gut. Brauche ich jetzt nicht zu trainieren. Gut. Der hat noch 2 Jahre, noch 3 Jahre fast Vertrag. Wie gesagt, ich habe viele Talente dabei, die 16, 17, 18, 19 gerade so im Dreh rum sind.
Mittlerweile fahren wir sehr gut mit diesem Wege, mit dem Jugendweg. Gut, Elversberg, auf geht's. Was haben wir denn noch? Das wird mal eine Möglichkeit. Haben wir noch was Potenzial? Super Potenzial? Sieht nicht gerade so aus. Ne? Das wird mal noch. Klar, 43 bis. Ich bin ja immer gerne dabei, so ein bisschen die Talenten. Du bist defensiver. Dann verpflichte ich dich. Moritz Kaiser. Viele Jugendspieler natürlich, die ich gerne mitnehmen würde. Was ist gerade im Bericht? Ja, so ein Allrounder. Ich verpflichte dir mal. Gut. Ich kann meinen Spieler ja mal wieder rüberschicken. Warte mal, ich habe ja Möglichkeiten noch, ne? Ich glaube, ich habe noch ein bisschen Kohle durch die. Ist da bald wieder ein Pokal eigentlich schon mal dran, ne? Ich weiß gar nicht, wie man zweit. Scout-Aufträge. Das war der Plan der Sache, oder? Nee, warte mal, das war kein Plan. Scout-Aufträge, Scout-Bericht, Jugendstab. Hier ist es richtig, bin ich richtig. So, du hast mir Scout-Netzwerk aufbauen. Ich gucke jetzt gerade, dass ich nochmal. Ich habe in Belgien tatsächlich mein Top-Talent gefunden. So, Brasilien. Gehen wir mal nach Brasilien. Ich versuche mir mal einen Brasilianer zu scouten. Schicke ich mal 9 Monate und starke Füße, Schlügelspieler, technisch begabt. Machen wir so. Gehen wir mal nach Brasilien. Wieso gehst du nach Belgien? Achso, der kommt aus Belgien. Der geht nach Brasilien. Ach, okay, alles gut. So, Scouts rücken wir nicht gerade. Niederlande hat er jetzt ein bisschen was geholt. So. Na gut. Weiter geht's. Mit dem nächsten Spiel halt, wie gesagt. Wir sind immer noch ein bisschen in der Vorbereitung für das nächste Topspiel. So. Auf geht's. Ja, ich kann ja die Truppe. Achso, ich wollte sagen, ich wollte die Trikotnummer noch ändern von meinem Stürmer. Mannschaft. Mann. So, die Zentrale. So ist es richtig. Mein Gott. Oder sehr häufig Jugendakademie. Ich brauche jetzt nicht die 10 als bei dem Topstürmer. So, die Nummer. Was kriegst du denn? Was möchtest du für eine Nummer haben? Richtig, 39. Ist ja wieder so ein Jugendtalent. Wissen Sie, hast du die 2 mit Stürmer? So. Ich habe jetzt bewusst mal die 10 rausgelassen. Die kriegt bestimmt dann irgendwann einer meiner Talente mal. Du kannst die ganze Jahr. Die 7 kommen. Ja. So, okay, jetzt kommen wir ins Match. Jetzt bin ich zufrieden.
So, okay. Es ist natürlich logisch, dass er heute im Mittelpunkt steht. In den letzten drei Spielen gab es 4 Tore. Heute soll es natürlich so weitergehen. Wir zeigen sie Ihnen live. Bleiben Sie dran. Tja, liebe Zuschauer, hier regnet es leider schon seit einiger Zeit, aber ich begrüße Sie natürlich dennoch sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind auch heute wieder Ihre Kommentatoren und heute freuen wir uns auf eine Partie aus der Liga. Wir freuen uns auf ein super Spiel. Ja, Pokal haben wir schon mal getroffen, 3-0 gewonnen. Das ist ein Duell, das es in sich hat. Und das möchte ich heute wiederholen. Wird ein tolles Spiel. Oh ja. Er hat zweimal versucht, den Spieler frei zu spielen, aber naja. Maja, der jetzt mit einem neuen Trikot nochmal wollte, so ein guter gegrätscht ist. Wie gesagt, Elversberg ist nur Vorletzter, Anführungszeichen. Freiburg im letzten Mal 4-1 geschlagen. Jetzt wollen wir natürlich den Tabellenvorletzten wie im Pokal auch heute holen. Ah, George, der kann sich nicht so lassen. Physisch durchsetzen. Meier. Wichtiges Tor, er macht die frühe Führung. 1-0 für die Spielvereinigung Bayreuth. Also wenn er von da abschließen kann, dann macht er das Ding, ist ja keine Frage. Treffer aus kurzer Distanz, kein Schnäuzig. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Mal sehen, wie die anderen Spiele ausgehen. Dann könnte es fürs Heimteam heute zur Tabellenführung reichen. Aber sie hätten sich verdient nach den bisherigen Leistungen. Und wir werden sehen, ob sie das heute schaffen. Ja, gut gelöst da jetzt. So, der Ballverlust. Harter Schuss, aber vielleicht hat 14. Minute, das war die erste Torabwehr für die Elversberger. Ah, das war ein bisschen blöd. Nicht nachgedacht. Den Ball abgefangen. Lehmann. Ah, kann den Ball wegklären. Da haben sie jetzt den Ball. So. Jetzt gibt's Einwurf. Ah, gut, da zwischen jetzt und George. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Der hat sich seine Leistung jetzt die Situation bitte. Seine Standelf momentan verdient. Er ist momentan schon im Spiel da, hat jetzt 4 Tore in 2 Spielen gemacht. Sein Engel auf den Zweier angefangen, aber hat funktioniert. Er geht vorbei. Riesenchance. Ah, da hat ich gedacht, er kriegt noch vorbei. Was für ein Duell. Nervenball. Das war eine Glanztat. Da wollten die Fans einen Elfmeter haben. Ja, aber war keiner, aber Tor war drin. Weiß, bist du es richtig dran. Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Gut entwickelt mittlerweile. Wirklich gutes Talent. Jetzt die Chance. Ja, das Sie haben diese Partie so, jetzt warte, mehr 29. Minute. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann machen sie aus nächster Nähe das Tor. Das ist letztlich nur noch Formsache. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Bisher läuft's. Es kann aber wieder kippen, solche Spiele. Ne? Das kann auch passieren alles. Deswegen dranbleiben, weiter dranbleiben, weiter kämpfen. Holen wir uns den dritten Sieg in Folge Niemand jetzt. Kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Was für eine Chance.
Ich krieg's nicht hin, ich krieg es nicht hin zu 0. Sie brauchen noch einen Treffer. Coffee, 1 zu 2 nur noch. Wunderbar, wie er diesen Ball trifft. Da ist eine Menge Wucht, eine Menge Power hinter. Da hat der Keeper keine Chance. Ja, leicht angehoben, das ist keine Chance für den Keeper. Aktueller Spielstand jetzt also 2 zu 1. Das ist die Folge etwas kürzer, weil jetzt keine Haltung, weil jetzt keine. Keine Transferbewegung möglich sind, gerade zumindest unsere freie Spieler. Aber ich darf ja keine freie Spieler verpflichten. Da wäre Platz auf außen. Sterne. Da haben sie die Chance. Er bringt den Ball im Tor. Meier, der Torjäger zum 3-1. Das hat nur Wohler noch ein bisschen aus der Stadt verdrängt. Der Torjäger macht es. Eiskalt macht er hier das Tor aus kürzester Entfernung. Ja, wer will ihn da noch aufhalten? Er hat sein zweites Tor heute schon. Schon das vierte insgesamt. Meier mit dem Doppelpack. 3-1 heißt es also jetzt. So, das sieht zumindest so aus. Aber wie gesagt, das ist wieder kein zu 0 Sieg. Den letzten hatten wir, glaube ich, wie gesagt, gegen Elversberg im Pokal. Da sind wir ja in die zweite Pokalrunde verdient eingezogen. Jetzt wollen wir natürlich in der Liga noch ein bisschen was machen. Vielleicht sogar die Tabellenführung nach der Partie. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Coffee. Spiel. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Boah, das war wirklich ein Anlass. Oh ja, aufpassen, ja. Piri. Die Gastgeber tun sich beim Ballbesitz schwer, aber sie machen eben sehr viel aus ihrem Ball. Naja. Spielen unheimlich effektiv. Oh, warte, was für naja. Ein Tor! Das war sein drittes Tor, eine Spitzenleistung. Da kommt das Tor nochmal. Und da sehen wir es. Er ist unaufhaltsam heute. Dreierpack, Tor Nummer 3. Alle machtlos. So. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Ja, vielleicht doch ein Durchmarsch. Wir sind, wie gesagt, noch voraus. Wir sind dran. Wir sind dran jetzt hier. Also in diesem ersten Spielabschnitt. Gleich geht es hier wieder weiter. So, Halbzeit Nummer 2 steht gleich an. 60 führt, also werden wir nicht heute Tabellenführer sein. Der Ball rollt wieder. 60 Olympische Spiele, wie das Spiel gewinnen, sind wir Tabellen, sind wir Erster. Auftreten in Durchgang 1. Aber ja, ich denke, Elversberg und Freiburg sind jetzt nicht über die Maßstäbe. Dürholz. Ja, sehr gut, das Fischchen gegangen. Galalataya. Ja, ich hätte nur rausgespielt, wäre sinnvoller gewesen. Auf Außen ist jetzt Platz. Nicht damit. Lippert. Gibt Einwurf. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Ein ja, schönes Ding, Hemmerich. Meier hat's gut gesehen. Leon George, 5-1. Wir tun jetzt ein bisschen was für die Torhüter, vor allem jetzt in den letzten beiden Spielen. 4-1 Freiburg, 5-1 Elversberg. Wenn sie es ihm so leicht machen, dann fällt das Tor. Sehen wir hier nochmal sehr schön. Alles frei, keine Mühe. So. Schön viele Tore heute. 5-1 jetzt. Und wer weiß, ob das schon alles war. Ulrich, gut dazwischen. Guter ja, es läuft für Bayreuth jetzt gerade so ein bisschen. Ja, das war jetzt ein bisschen. Einfach Verlass. Schönes Ding. Die Gelegenheit. So, wieder ein Tor. Langsam wird voll auf 6:1. Das ist natürlich mehr so ein der Minute. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass und dann sehen wir, wie gut das wirklich gemacht ist. Vor allem, wie ruhig das gemacht ist. So, können wir durchwechseln, Lecklauf jetzt. Auf der Distanz muss er den eigentlich es auch kommt gleich. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt.
Gut. 6-1, das ist schon eine richtige Abreibung. Luca Dürholz. So, mal gucken, was heute. Oh, ein bisschen unsicher. Ja, der hat sich getroffen. Die einzige Ding ging rein. Kurze Ecke. Bei ihm ist Endstation. Ja, Sterner, das wird Touchspiel gewesen sein. Freistoß gibt's, aber vielleicht auch eine Verwarnung. Ja, zwar war durchlaufen lassen können. Ball in den 16er. Hab dich. Chance für den Konter jetzt. Das könnte was werden. So, jetzt Konter für die Truppe aus Elversberg. Jonas. Die Chance Sterner. Jetzt. Und Meier macht Tor Nummer 5 heute. 7:1 für die Mannschaft vom Spiel von Bayreuth. Yes! Sicher verwandelt aus kurzer Distanz. Den macht er ganz sicher. Ja, klar, den lässt er sich natürlich nehmen. So. Sie liegen deutlich vorn. Bis hierhin ist es eine klare Nummer. Aufgabe zumindest erledigt. Pflichtsieg. Und jetzt Nummer sind zwei Folge. 20 Minuten zu spielen. Und so kann man es spielen. Das sieht ein bisschen besser hat aus. Hat jetzt Anspielstation. Neuenberger. Gehalten, aber sie müssen. Und der nächste vielleicht. Jetzt bin ich gespannt, wie er die Ecke reinbringt. So, wieder ein Wechsel. Gleich wird hier ausgewechselt. So. Eike Meier. Er geht in den Strafraum. Kommt mit dem Kopf an diesen Ball, aber knapp drüber. Jetzt geht er raus gleich. Meier wird jetzt Zeit. Jetzt war seine letzte Aktion. Jetzt kommt der Rohr noch in die Mannschaft. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Ja, was will man? Gala kommt den Kopf nicht rein. Sehr präzise, aber knapp neben das Tor. So. Super Zweikampf, den Ball hat er. Ah, ja, den hat er nicht richtig durchbekommen. Ja, Eckloff, kann guter, kann dazwischen was machen. Ah, das muss er besser lösen, müsste gelb geben. Oh, das könnte auch mehr geben. Gibt aber nicht, gibt gelb. Ach, zu Recht, das hätte rot geben können. Der Schuss war keine wirkliche Herausforderung. So. Weiter mit dem Vorteil. Mal sehen. Eckloff! Oh, er ist zur Stelle. Eine unglaubliche Parade macht diese tolle Chance zunichte. Jetzt kommt der Wechsel. Boah, Ecke kommt. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Ja. Luca Dürholz. Da kommt die Tafel, 2 Minuten Nachschlag. So, und das könnte jetzt. Oder wenn der Schiedsrichter da jetzt. Ja, muss eigentlich da auch gelb geben. Kann aber auch rot geben. Und das wäre natürlich der. Es gibt gelb. Das ist korrekt, es gibt gelb. Die gibt ja, vielleicht nicht jeder. Er darf vielleicht auch. Da hätte auch glatt rot geben können. Das Spiel ist aus. Die Gastgeber gewinnen also diese Partie. Das war eine klasse Leistung heute. Am Ende fast schon mühelos und damit natürlich überzeugend.
absolut überzeugend, seine heutige Leistung. Die reinste Tormaschine heute, da müssen wir gar nicht mehr viel zu sagen. Besser geht's kaum noch, eine überragende Leistung. Niemand kann ihn aufhalten, gutes Dribbling. Was für eine Chance! So, dann haben wir's. Haben wieder mal ein bisschen Scheibenschießen gemacht. Wie gesagt, das drei Spiele jetzt in Folge gewonnen, inklusive diesem Sieg gegen Dynamo Dresden, der dabei war. Aufgabe, Gott sei Dank, schon mal gelöst. Ich habe jetzt gerade aber nicht geguckt, wie 60 gespielt hat. Danke, dass Sie so kurz nach Abpfiff vor unsere Kamera gekommen sind. Ja, Meier, 5 Tore. Ja, es läuft, wie gesagt. Seit ich diese kleine Umstellung gemacht habe, vor dem Dresden, nach dem Köln-Spiel, habe ich gedacht, ja, genau, vor dem Dresden-Spiel haben wir die drei Spiele zur Folge alle gewonnen. Ein enges Spiel, vor allen Dingen 7-1. Hey, war das erste Spiel gewonnen. Also ich hatte ein bisschen Schwachsinn, was er schreibt, was er sagt. Aber ich dachte, das erste Spiel überhaupt gewonnen. Vor allen Dingen, das gewonnen. Wir haben das 3-0 im Pokal, 3-0 im Pokal gewonnen. Jetzt sind wir durch. Danke für dieses Gespräch. Wie auch immer. Passt schon. Gut. Ja, wir sind immer noch Zweiter, weil 60 halt das eine Unentschieden hat. Jetzt ist der nächste Gegner Waldhof Mannheim. Mit 16 Punkten stehen die unter Platz 7. Ja, mit 20. Haben jetzt ein bisschen Luft auf Platz 5. 4 Punkte sind es insgesamt schon mal. Das sieht schon mal ganz gut aus. So, das machen wir dann. Wie gesagt, in der nächsten Folge. Morgen um 14 Uhr wieder. Wenn ihr Bock habt, gucken wir kurz nochmal schnell die Nachrichten. Und dann mache ich hier Feierabend. So. Ja, langsam bleibt meine Truppe. Da muss ein bisschen mal anspornen. Gut, in der nächsten Folge geht's dann weiter gegen Waldhof Mannheim. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet. Bis dahin, ciao.